Yo, 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 yo. Mike check, Mike check. Ich würde sagen, der Big Boy is back. Yeah, ich bin back. Das wäre eine unnötige Einleitung von mir. Mike check, Mike Braun check. Braun und fett, back aus Hellas. Was geht ab? Ich hab euch vermisst. Bist du brown, kriegst du frown. Yeah. Reibst mir unter die Nase, Bruder. Bruder, du hast jetzt fast meine Winter Color. Ja? Du siehst knackig aus. Ich bin der Winter Jones. Du siehst knackig aus. Ich bin der Winter Jones. Ja. Yeah. Und da wir letzte Woche was verpasst haben, haben wir uns einfach noch 2, 3, 20 Dinge mitgenommen aus der letzten Woche. Und ich glaube, ich habe ein Déjà-vu. Hi. Die Entscheidung, ganz klar, wir fangen mit Koller an. Hey, wie sollte es an? Surprise. Surprise, surprise, motherfuckers, the champ is here. The champ is here. Boom, boom, boom. Beste. Egal. Yeah. Wie geht's euch so? Habt ihr uns vermisst? Wir haben euch bestimmt vermisst. Auf jeden Fall. Also ich hab's wirklich vermisst, Alter. Dicker, ich saß nachts vor den Bergen und hab geweint. Nee. Nein, ich hab lass mal deine Ironie stecken. Ja, ja es ist... Ich hab's tatsächlich vermisst. Ist sehr strange, auf jeden Fall. Weil, du weißt, ich bin gerade mit ein paar Veranstaltungen hart busy, aber nichtsdestotrotz liegt mein Herz knallhart so bei diesem Projekt. Bei den anderen natürlich auch, aber es hat mir tatsächlich was gefehlt. Ich habe es auch zu meiner Frau gesagt so. Ja. Wo ist der Boy? Ja, wo ist diese Junge? So, was machen diese? Was ist denn los hier? Ne? So. Lass einfach anfangen. Wir fangen an. Kollege, Déjà-vu von letzter Woche noch. 9 Tage alt mittlerweile, aber nicht gehört. Besser spät als nie und Qualität braucht Zeit. Hier ist sie. Ja. Oh. Ja. Ja. Kollege der Boss, pull up im Mercedes. Back nach FFM, seh die Noten vor dem Eros. Bin wieder 21, kaputter Ford Mondeo. Und ich schiel durchs Fenster auf die Bulgari-Store-Theke. Lauf den Pusher durch die Gegend, doch Probleme auf den Schultern lassen schwerer als die Wolke in der dunklen Atmosphäre. Rashid aus Nado, tick vom Sultan im Bisseyo. Und ich frag mich, wer ist Schuld an der Misere? Junkies Fulltime auf dem Hero, weiß ich. Ja, Kaiserstraße ist auf jeden Fall anderer Film, Bruder. Brudi, was sagst du zu dem Track bis jetzt? Wie gefallen dir die Streicher? Du bist bei Streichern immer dabei. Ich verstehe die Frage nicht. Das ist Big Boys Ding. Yeah, Streicher sind immer dope. Mein Film ist es tatsächlich auch. Track ist, fängt schon tough an, also fängt schon hart an. Auch der schon wieder ein Flashback. Ja, so, ich bin jetzt 21, schon immer noch auf die Bulgaris da draußen. Ja, Mann. Matten stehen vor dem Eros, ist auch geil. Fühlt sich so ein bisschen an wie die Fortsetzung, oder? Kann gut sein. Einzelnen Parts. Ja, nagelt uns nicht fest, aber es könnte sein. Wir wissen ja alle noch nicht, was Free Spirit genau sein soll. Sagt sie die Matte vor dem Eros? Und ich frag mich, wer ist schuld an der Misere? Junkies Fulltime auf dem Hero, weißes Pulver ist die Währung. Währenddessen macht die Börse grad den Bullrun wie Torero. Wegen 9-11 stimmen die Bullen grad ne Moschee. Doch bei uns coolern keine Tränen, wir haben Nullerjahre Prägung. Ich schau noch einmal zurück, Erinnerungen bleiben. Hinter uns sind Meilen, Hindernisse voller Steine. Doch ich kämpfe mal weiter, auch wenn ich... Auch hier, es ist nicht so ganz clean abgemischt wie bei... Bei den letzten zwei Tracks waren nicht so sauber Tracks. Nicht so sauber, in Anführungsstrichen, was die Stimme angeht, im Vergleich zum kompletten ZHD5 Releases und auch den davor. Aber verstehe halt einzelne Aussagen nur so vage, also sie kommen dann ungefähr so eine Sekunde später, schnallen sie dann so. Was es uns auch manchmal schwer macht, nur um auf die eine Frage von DJ, habe ich vergessen, zu antworten, nicht immer auf Wortspiele und Bars einzugehen. Wir können uns das Thema anhören, aber wenn es drüber kommt, ist auch wack. Es ist ja wirklich, nie vorgehört, es ist live, es ist echt, was ihr von uns bekommt. So, wir haben keinen Chat nebenan, der den Track schon 5-mal analysiert hat. Und Genius zu. Und uns noch darauf hinweist. Und das ist einfach, bei uns gibt es einfach nur die puristischste Form von Big Boy Watson und Sherlock Jones. So wie wir sind, in unserem Verständnis, mit unserem Verstand. Weiter? Bleiben, hinter uns sind Meilen, Hindernisse voller Steine. Doch ich kämpfe mal weiter, auch wenn ich dabei verblute. Jeder Weg, den ich ging, ist ein Teil meiner Route. Déjà-vu. Es war steinig, es war einsam, es war dunkel auf dem Weg. Déjà-vu.
Und ich vergesse nie, wo ich herkomme. Denn der Hunger hat geprägt. Déjà-vu. Hab geblutet und die Last auf meinen Schultern. Also ganz klar, Sherlock hört die Katze und ist glücklich. Finde ich nice platziert, so Déjà-vu. Wusstest du, bitte, dass Kolle jetzt Wasser macht? Trinkbares Wasser? Mhm. Mit dem richtigen Natriumgehalt und Co.? Dicker. Ohne Mikroplastik. Alles. Da kosten 8 Flaschen, 12 Flaschen. Ich glaube, eine Flasche kostet 1,40 oder 1,50 oder so. So, Dope or Nope, der Reaction-Kanal, den next mit Collis Wasser. Ist das erschwinglich? Muss man bestellen so, halt. Ja. Okay. Ja. Okay. Ordern wir. Irgendwann, beim nächsten Collis-Release. Ja, wir stehen auf Wasser. Auch jetzt die kommende Woche ist das erste Release ohne Kolle, oder eigentlich? Diese Woche hat er nichts rausgebracht, das ist eigentlich schwach. Er wusste, wir kriegen es nicht auf Reihe. Ja, krass. Ja, denn er drückt sich davon. Herrlich. Kolle, bester Dude, Alter. Der beste Boss. Also Track feiere ich bis jetzt. Cuts in der Hook, super platziert. Hook ist geil. So. Aber auch die Hook, der Hunger hat geprägt, ist halt auch was. Ne? Also ich denke auch, dass du Kolle, du kannst ihm vieles vorwerfen. So. Aber dass der Dude nicht sein Business unter Kontrolle hat und nicht nur jetzt, ich mach Plattenblasen, sondern er gibt ja den Leuten wirklich was dafür. Zeig mir mal einen Künstler, der es so released in der Qualität, ob das jetzt auch die Boxen sind, die er gemacht hat. Ne? Ich meine, da ist kein taiwanesischer Rucksack drin für einen Fünfer, sondern, und die Box kostet einen Huni. Ja, stimmt. Sondern da gibt sich ja wirklich Mühe, der Mann. Nenn mir einen, es gibt keinen. Ne? Nee, Bruder. Ist wirklich so. Und ihr wisst das, wir wissen alle, glaube ich, um die Quali von dem Dude hier, dem Boss. Hast du mal die Doku angeguckt, wie er nach Palästina gefahren ist? Ja, natürlich. Natürlich. Brett. Auch dafür absoluten Beste. Respekt. Da war ich damals richtig hin und weg von ihm. So, es war Bombe. Dude, und schon war er wieder Antisemit. War tatsächlich so damals, ne? Ist so. Ja, nee, aber wie gesagt, allein schon für die Doku und das alles, was ihn interessiert, was ihn bewegt, so Respekt dafür. Ja, mag nicht immer zu 100% richtig sein, aber doch schon überwiegend. Geprägt, Déjà-vu. Hab geblutet und die Last auf meinen Schultern wiegt extrem. Da, ich wollte es dir gerade sagen und habe zufällig richtig gestoppt. Mensch, ja, sag mal. Ja, da sind sie wieder am Start. Da sind sie wieder. Ja. Ja. Der Boss in Full Effect. Krass, Alter. Könnt ihr mir vielleicht sagen in den Comments, vielleicht weiß es jemand, ich muss dann auch mal schauen, wer die Cuts macht von Kolle. Ist es immer ein und der gleiche? Ein und derselbe, Entschuldigung. Ja, so. Oder variiert er? Gibt es da mehrere DJs? Aber die Cuts sind halt immer clean, die sind immer sauber, dope. Die sind on point. Sagt mir das doch mal bitte. Vielleicht wisst ihr da mehr. Danke. BCAA. Kann den Gipfel schon von unten sehen. Für ein Umkehren ist zu spät. Smog auf der Stadt, Kopf voller Last. Mom, ich bete jeden Tag zu Gott, dass du's schaffst. Seh die Welt wie durch Sepia-Filter. Back nach Düssen. Er hat Mom gesagt, oder? Mom, ich bete jeden Tag zu Gott, dass du's schaffst. Ich hab keine Ahnung, Bruder. Bin ich auch, gibt's da tatsächlich gerade ein Thema in die Richtung? Ich habe nichts davon mitgekriegt. Packt, nee, weiß ich auch nicht. Packt er gerade privat aus, so in eine kleine Richtung? Verarbeitet er damit? Ja, verarbeiten mit Sicherheit. Dafür ist Mucke ja da, wenn du Artist bist. So. Auf jeden Fall, wenn du Künstler bist, safe. Aber es kommt ja noch was zu Faith, das habe ich mitgekriegt tatsächlich. Okay. Jeden Tag zu Gott, dass du's schaffst. Seh die Welt wie durch Sepia-Filter. Back nach Düsseldorf, im Rückspiegel Bilder. 07 flingern, Rizbo meint, lass schnelles holen. Beim Griechen, der denkt, er sei Kartellpatron wie El Capone. Ich glaube immer noch an Faith, er wurde ohne Eltern groß. Bruder, du bist weiter, geh da raus und zieh dich selber hoch. Das war's. Ich glaube immer noch an Faith. Ja. Favorite war ein krasser Rapper, Alter. Leider halt durch ohne Ende. So. Leider halt den falschen Weg eingeschlagen, Alter. Hart abgestürzt, so. Psychosen. Ich hab ihn auch krass, aber Psychosen geschuldet halt, ne? Des Konsums, würde ich einfach mal behaupten. Muss nicht mal der Konsum sein. Ich meine, der Konsum resultiert ja schon mal aus irgendeinem Schaden in deiner Psyche, so. Ja, definitiv, aber er verschlimmert ja auch den Zustand. Ja. Ne? Also. Er unterstützt das Ganze ja auf jeden Fall nicht im Positiven. Ey, wenn du Timothy Leary fragst, fehlt nur das richtige Setting und die richtige Dosis LSD. Und schon ist alles weg. Ja. Dicker. Ja, stimmt. Was soll ich sagen? Ich habe es nicht ausprobiert. Wird auch nicht der Fall sein. Ich habe ziemlich Respekt vor LSD und allem anderen. Ziemlich harter Scheiß, ja. Aber wenn, dann nur mit Dr. Leary. Ne? Ist klar.
Naja, was du schon sagtest, so ist auf jeden Fall schade, was mit Favorite so in die Richtung passiert ist. Ja, auch das, was er halt gegen Savage rausgehauen hat, ich weiß nicht, vor 1, 2 Jahren. Ja, ist auch nee, krank. Es ist drei oder vier Jahre her. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Absolut unnötig gewesen so. Absolut sinnfrei. Ja, egal. Lass weitergehen. Brüder ging und Brüder kam, erinner dich, wie's früher war. Überpart für Überpart, voll auf Nase, 4 Tage wach, bis wir müde waren. Hüte Gras und runterkommen am Corner, wo die Züge fahren. Voll auf Nase, 4 Tage wach, bis wir müde waren. Gras zum Runterkommen, ja. Und ein Corner, wo die Züge fahren. Ja, ja, aber tatsächlich war das ja wohl früher auch ein richtiges Thema. Ne? Es gab da ja auch mal so ein Blowjob-Video. Heute würde man YouTube-Short dazu sagen. Auch hart. Bruder, weiter. Voll auf Nase, 4 Tage wach, bis wir müde waren. Hüte Gras und runterkommen am Corner, wo die Züge fahren. Ja, eiskalt der Welt, hier stehen Scheine über Menschen wie auf heiligen Gemälden. Keine Freiwilligen helfen, wenn das Schicksal dich trifft. Denk dran, von wo du kommst und du weißt, wer du bist. Déjà-vu. Der Track ist jetzt auch gar nicht so komplex in seiner Lyrik. Er ist natürlich, ne, sehr, sehr anspruchsvoll. Nee, aber die Vergleiche sind auch wieder krass. Ne? Genau. Aber es das wollte ist ich gerade sagen. Keine Reimkettenkomplexität, wie wir sie bisher gewohnt waren. Das ist jetzt einfach mal. Ich glaube, es ist einfach nur echter Scheiß, der mal raus musste. So. Genau. Glaube ich auch. Ohne es wirklich maximal komplex zu gestalten, so den Track, sondern einfach wirklich Bars auf Bars und raus damit mit einem sehr, sehr dopen Flow und einfach so der Message dahinter. Sehr dope auf jeden Fall. Sehr dope. Und Streicher. Und Streicher. Wo Schicksal dich trifft, denk dran, von wo du kommst und du weißt, wer du bist. Déjà-vu. Es war steinig, es war einsam, es war dunkel auf dem Weg. Déjà-vu. Und ich vergesse nie, wo ich herkomm, denn der Hunger hat geprägt. Déjà-vu. Hab geblutet und die Last auf meinen Schultern wiegt extrem. Déjà-vu. Kann den Gipfel schon von unten sehen. Für ein Umkehren ist zu spät. Yeah. Ich finde es auch ziemlich nice mit den Uhren, Dicker. Ah, oh, warte mal kurz, ich bin ein bisschen erregt gerade, weil ich wusste, was kommt und es kam auch. Chirp, 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 chirp. Oh, warte, Bruder. Warte. Oh, ist das schön, Alter. Ich bringe dir nachher ein Tuch. Ich stehe halt einfach wirklich, ich stehe einfach auf Cuts, Leute. Who don't? Self-made, du Lappen. Oh, Digga, da krieg ich Gänsehaut, Alter. Hupa. Damn. Dann darfst du auch als Erster. Verdammt, Alter. Oh, das Ende hat mich jetzt hart gekickt, ne? Ja. Die Vocals perfekt gewählt, perfekt gecuttet, so. Schöne Babys, Flares mit drin, so alles. Also perfekt sauber. Killer. Uff. Ich geb dem Track safe ein dopestens. Ich erkläre dir, warum. Ich feiere den Beat hart. Ja? Ich finde ihn auch in seiner simpleren Struktur sehr gut verdaubar. Ja? Es ist einfach auch jetzt nicht... Attention, digestive raps. Nee. Und die Kombination mit Cuts halt hat mich dazu gebracht, dass mir halt echt ein abging. So. Ich finde die Hook mega. Ja? Ich finde das Video sehr, sehr dope. Auf das sind wir noch gar nicht eingegangen. Das ist jetzt gerade so meine Meinung. Also ich gebe den tatsächlich ein Dopestens. Ich gebe ihm nur Dope. Das ist okay. Ich kann alles unterschreiben, was du gesagt hast. Aber dadurch, dass wir auch immer ranken und gerade bei Collis Output so viel auf dem Tisch liegen haben, ist das für mich ein doper Track. Die Cuts sind Hammer. Ich habe es mit den Uhren im Video angesprochen. Mit den ist alles cool. Aber es ist ein Dope. Ja, Mann. Also, wie gesagt, erste Video seit dem Comeback von Big Boy. Bra. Ja, und die Golden State Warriors sind Meister. Wer hätte was anderes gedacht? Ja, aber schön, oder? Ja, für mich schon. Ja, finde ich auch. Hauptsache nicht Boston. Habe ich auch hart abgefeiert. Hauptsache nicht Boston. Egal, übergehen zum nächsten. Ciao.